Okay, hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Sethblanks Redstone Challenge. Ich höre hier im Hintergrund so ein Minecart. Ich glaube hier hinten, das nervt gerade irgendwie voll ein bisschen. Aber ansonsten ist alles gut, ne? Ja, das ist die zweite Folge jetzt. Ja, ich glaube, wollten doch noch ein paar Leute das weitersehen und mir hat die Map auch richtig Spaß gemacht, deswegen werde ich auch weitermachen. Wird glaube ich auch nicht so viele Teile noch werden, nehme ich mal an, einfach so in der Hoffnung. Und ja, wir werden das einfach mal fortsetzen. Ja, ich habe irgendwie heute nochmal darüber nachgedacht. Eigentlich ist das die Lösung dieses Rätsels ziemlich einfach. Man muss einfach so eine Glock bauen, aber okay, es ist doch nicht so einfach. Verdammt. Ja, es ist so einfach. Moment, dann würde ich noch vorschlagen, dass es so geht und nee, Moment. Irgendwie habe ich es gerade so mir überlegt. So hier. Geht das? Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Signal da reingeht. Ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus. Geht das? Ich befürchte eher nicht. Okay, alles klar. Ja, wir mussten es auf jeden Fall schaffen, dass da so eine ganz große Verzögerung wird. Aber das kann ich ja nur schaffen, indem ich so voll die Glock baue. Und irgendwie bin ich jetzt gerade wieder zu dumm. Ja, aber das ist so das Grundlegende, so wie es hier weitergeht, ja. Ich dachte eigentlich, dass ich das jetzt hier schön gebacken bekomme. Und so, dass das voll einfach wird. Aber naja, egal, ne? Vielleicht so und das geht dann einfach mal so und ne, also vielleicht so. Ne, das verbindet ja, das ist ja blöd, ne? Das wollen wir überhaupt gar nicht. Ich frage mich auch übrigens, also wir haben ja Leute geschrieben, dass wenn man hier auf die Pressure Plate sich darstellt, dass dann das Inventar geleert wird und man muss dann aufpassen, dass man da nicht aus Versehen drauf tritt, während man da irgendwie. Nein, das geht auch nicht, verdammt. Ich bin schlau. Ne? Moment mal. Sag mal, es kann doch nicht so schwer sein, das zu fertigzustellen, oder? Ich dachte, Mann, das wäre voll einfach, aber es irgendwie geht nicht so, wie ich wollte, ne? Geht das ja? Okay, vielleicht müssen wir damit irgendwas machen, ne? So zum Beispiel. Das ist jetzt schon mal eine richtig schwere Konstruktion, die ich hier gebaut habe. Das zu analysieren ist natürlich ein Werk an sich. Ein Meisterwerk an sich. So zum Beispiel. Moment, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Glock baue. Ah! Ja! Es hat funktioniert. Gut, ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort wäre, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Und das reicht mir schon. Gut, und jetzt kommen wir zum komplizierteren Stuff. Ah ja, richtig. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich glaube, das war ein Fail. Ich habe nur nicht die neueste Version dieser Map. Deswegen. Ach, verdammt, ich bin so schlecht. nochmal. So. Schon wieder Sponge. So, ein Glas. Das war nämlich, glaube ich, ein bisschen Fail, aber ich habe nicht geschafft, die neueste Version herunterzuladen. Gut, wir haben zwei Lever. Und ja, das finde ich schon mal interessanter, weil hier auch die neuen Repeater eingesetzt werden. Diese mit den ganzen Funktionen und sowas. Und im Grunde, lass uns mal hier auschecken, was wir machen müssen. Wir müssen dazu das bekommen, dass diese beiden Repeater aus sind und das hier leuchtet. Gut, fangen wir erstmal an, um das hier auszumachen. Um das hier auszumachen, haben wir hier ganz schön Probleme. Was zur Hölle, ey? Oh, das könnte schon mal schwieriger werden, ne? Wir werden erstmal hier zurückgehen, ne? Die Fackel muss auf jeden Fall aus sein. Ja, die muss auf jeden Fall am Ende ausmachen. Das heißt, ich glaube, am Ende wird hier ein Lieber sein, nehme ich mal an. So. Dann müssen wir dafür sorgen. Ist eigentlich ganz gut, dass das Signal hier geblockt ist. Das heißt, das hier kann theoretisch an sein. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das heißt, das kann theoretisch aus sein. Es kann theoretisch aus sein, muss aber nicht. Also hierfür. Boah, das ist so kompliziert. Ne? Dann, wenn wir das ausmachen. Wir müssen auf jeden Fall die zwei ausbekommen, damit das hier weitergehen kann. Boah, ist das verwirrend. Puh. Ja. Nicht ganz so einfach, ne? Probieren einfach mal ein bisschen rum, würde ich mal sagen. Also, wenn zum Beispiel hier den. Ach, das geht ja gar nicht. Ne, das ist ja schon mal richtig für den Arsch. Was können wir machen? Wir können zum Beispiel das hier umändern.
Was aber nichts bringt. Da hätten wir hier zum Beispiel freie Bahn, aber da kommen wir nicht dran. Gut, alles klar. Ich glaube, ich muss das irgendwie so hier machen, dass ich zweimal die Seiten blockiere, indem ich das so hier mache. So, irgendwie. Und zack. So hier. Ich könnte es mir nur so vorstellen, irgendwie so, dass es irgendwas damit zu tun hat, ne? Aber dann ist es trotzdem geblockt. Oder ich habe eine Idee, dann muss man so hier machen. Kann das hier wieder abbauen. Dann geht das Signal durch. Ich weiß nicht, ob es dann noch weitergeht. Ich glaube, das ist der Sinn, dass es dann nicht mehr weitergeht. Ne? Oder so. Ah, verdammt, ey. Das ist eine komplizierte Sache. Gut, da ist jetzt weitergegangen. Alles klar. Es ist da schon mal weitergegangen. Wenn ich das jetzt wieder... Dann bleibt das auf an. Alles klar. Gut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier nochmal den... Dann ist das eine... Oh Gott. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Das stelle ich mir ja richtig lustig vor. Ich glaube, wenn wir hier den Lever wegmachen, dann wird alles nicht kaputt gehen. Wenn wir den Lever zum Beispiel da drüben hinsetzen, dann ist auch alles relativ für den Arsch. Ja, irgendwie, also das ist richtig verwirrend, muss ich ja sagen. Also, das ist schon mal eine kompliziertere Sache. Ich werde unter Umständen auch mal das Lösungsbuch verwenden oder irgendwas spulen. Wenn es irgendwie zu kompliziert ist oder sowas, ich habe den Timer übrigens nicht gestartet, dann weiß ich überhaupt gar nicht, wie lange ich aufnehme. Das ist auch genial. Ja, aber ich glaube, das ist auch der Sinn dieser ganzen Redstone-Sachen, dass es dann immer schwieriger wird und dass man sich dann irgendwann mal fragt, boah, Alter, wie soll ich denn das jetzt machen? Was, wir probieren einfach mal diesen Lever hier wegzunehmen. Oh, das geht. Na, dann ist ja einfach, man. Das habe ich gar nicht gewusst. Ha, man lernt immer wieder neue Sachen, muss man jetzt sagen. Das ist gar nicht verwirrend. Ach, du willst mich doch verarschen, oder? Ein Button. Ach Gott. Das sind alles irgendwelche Clocks. Also alles, das geht immer im Kreis irgendwie. Boah, und ich muss irgendwie schaffen, die alle auszumachen, oder? Nett. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt anstellen soll. Ich werde einfach versuchen, im richtigen Moment das irgendwie auszukriegen. Nee, jetzt läuft es nur noch besser. Toll. Aber das geht ja nur für eine Sekunde aus. Das ist das erstaunlich, was ich mich da frage, ja. Ich muss wahrscheinlich, während das Signal da reingeht... Oh, na... Nein, oder? Ich habe mich gerade gewundert, ob das Signal das wieder anschmeißen kann. Nein. Mann! Das ist blöd. Vor allem, wir kriegen das nicht endlos aus. Also machen es ja ganz kurz aus und dann geht es automatisch wieder an. Verdammt! Das ist ja eine bösartige Maschine, ey. Wie soll ich denn das aufhalten? Gut, das ist schon mal ein Rätsel, bei dem ich nicht so richtig weiß, was ich da machen soll. Ich wette, das ist eine einfachere Lösung als die anderen Sachen, weil... weil jetzt erscheint es so total unmöglich und so. Aber am Ende ist es total einfach oder sowas. Und man muss nur was total Simples machen. Aber was? Das ist die Frage. Vielleicht, dass man diese ganzen Torches irgendwie hintereinander ausbekommen muss... Gut, das ist mir ein bisschen zu verwirrend. Ich will einfach mal ein bisschen weitermachen, deswegen schauen wir mal ganz kurz rein. Hints. Und zwar, when solved, the door will open and close periodically. So, achso, oh, na egal. Each clock with its name. Oh. Bescheuert ist denn das? Ich muss versuchen, dass alle diese Timer ungefähr gleich schnell laufen. Nee. So? Nee. Ich muss versuchen, dass die ganzen Lichter gleichzeitig angehen. Boah, das kann jetzt nervig werden. Moment, ich kann das ausmachen. Das muss ausmachen, wenn das andere auch aus ist. Moment. So, die zwei sind relativ einfach. Alles klar, ich muss nur die zwei mal anbringen. Ha. Zack, an und aus. Okay, sind relativ auch einfach. Versuch's einfach mal irgendwie zu kriegen. Ich glaube, so geht's. Also, das ist echt, also, ich meine, ich glaube, es wäre unlösungsschaffbar, aber das ist mir manchmal wichtig. Und aus. Ich glaube, es ist auch unlösungsschaffbar, aber wir haben es auch mal zu verantworten hier.
aus. Du hast echt einen Notfall, weil es der Repeater war zwischen zuerst einmal verzögert. Okay, ich glaube, das sollte ich jetzt mal das letzte. Nee. Nee, nein, ich bin zu spät. Ich glaube, jetzt ist es schon. Pass auf, du musst mich an und oh nein, der ist so ganz ein wenig verzögert. Oh, scheiße, Klasse. Oh, man muss sich dabei anstrengen. Nee, ich muss mal hier das mal fahren. Und aus. Okay, dann werden wir das mal machen. Wir müssen echt auf das Timing anzuschauen. An. Nee, an. Aus. Oh mein Gott, es ist geschafft. Danke. Danke, lieber Gott. Jetzt auf. Na. Dankeschön. Oh, das ist eins von diesen nervigeren Rätseln. Oh, das sieht schon mal interessanter aus. Oh nein, jetzt geht die Tür auf und zu. Bitte nicht. Egal. Naja. Wir müssen damit leben. Nicht so schlimm. Ja. Ne? Ich glaube, wir müssen diese Blöcke dahin, dann dahin und darüber. Oh, darüber transportieren. Alles klar. Aber das hier ist nur ein. Das ist so ein langes. Ach, egal. Wir werden es einfach versuchen. Ich werde mal schauen, ob das hier geht, wie ich mir das dachte. Ja, genau so müssen wir es machen. Alles klar. Dann müssen wir jetzt den Pisten ganz kurz machen. Gut. Dann. Der Pisten. Also im Grunde muss man diesen Block hier rüber verschieben mit dem Trick, den ich schon in der ersten Folge gezeigt habe. Ich versuche jetzt das Redstone nochmal so ganz schnell aufzubauen und abzubauen. Okay, ich krieg's halt nicht hin. Auf jeden Fall muss das Signal nur ganz kurz kommen. Hä? Ich frage mich, denn der Repeater dürfte es eigentlich. Ach, nee. Oh, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Jetzt laufen die genau entgegengesetzt, ne? Und wenn ich das nochmal länger unterbreche. Ich muss das jetzt irgendwie schaffen, dass die. Dass die irgendwie so, dass der genau den Block wegschnappt. Oh ja, ich hab's geschafft. Genial. Ja, es hat funktioniert. Cool. Jetzt können wir auch mal die Pressure Plate ausprobieren. Ja, da werden die Items echt gelöscht. Aber die Türen, die nerven schon ein bisschen, die immer auf und zu gehen. Gut, alles klar. Oh, jetzt haben wir wieder ein paar mehr Blöcke. Das kann ja interessant werden. Und generell, das Ganze kann ja sehr interessant werden. Alter. Mann, wollte mich verarschen. Das ist doch. Ah, ich weiß genau, was sie tun sollen. Ah, shit. Ah, nervig. Ah, nervig, nervig, nervig. Oh, nervig, nervig, nervig. Also im Grunde ist das ja ein Kreislauf mit Glowstone und mit zwei Blöcken. Diese zwei Blöcke müssen genau positioniert werden, dass der eine Goldblock hier ist und der andere dort. Das heißt, dass das Redstone-Signal genau hier durchlaufen kann. So, das Problem ist, dass wir wahrscheinlich hier so ganz viele Tricks eingebaut haben, wie wir das dann drehen müssen und so. Ach man. Ach man. Ach man. Wir müssen es auf jeden Fall. Oh. Ich benutze wieder den altbewährten Trick, den wir schon. Haben wir es jetzt einmal gedreht? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach aus, wie ich das gemacht habe davor. Ich meine, man soll ja das nutzen sogar. Na, nochmal. Wo ist die zweite? Ich habe sie drauf platziert. Geht das? Oh, das wird auch gehen. Okay, dann werde ich die einfach. So. Und dann einmal. Nee, ich muss es. Moment, wie habe ich das gerade gemacht? Nicht da drauf platzieren, sondern. Hä? Bin ich doof? Ich habe so gerade. Okay, ich bin nicht so schlau, wie ich dachte. Hallo, geht's? Jetzt, okay. Hallo, muss da ein Block daneben stehen? Ich habe keine Ahnung. Ich probier's einfach mal. Ja, dann geht's. Alles klar. Gut, jetzt haben wir es nochmal gedreht. Jetzt müssen wir das hier nochmal. Ah ne, müssen wir. Wir müssen das immer so abwechselnd, dass die abwechselnd hin und her gehen.
Aber dazu müssen wir einmal ganz schnell bauen und abbauen. So. Und. So. Gut. Das heißt, jetzt hat es, glaube ich, nochmal gedreht. Puh, ich sehe das gar nicht jetzt. Ne, Moment, da muss ich das nochmal hier abbauen. Das ist immer blöd, das, ich glaube, das werde ich auch so spulen. Also ich glaube, dass, worum es da geht, das Prinzip hat man ja verstanden, was man hier machen muss. Nur, ja, ich muss jetzt dafür sorgen, dass immer, oh nein. Gut, es war doch anders, als ich das gedacht habe. Stimmt, dann muss ich das doch anders machen. Dann muss ich nämlich hier nochmal so und den hier machen. Dann ist hier nämlich ein dauerhaftes Redstone-Signal und dann kann ich den hier machen. Genau, dann wurde es jetzt einmal geswappt. Rüber, richtig, dann muss ich das ausmachen. Dann muss ich jetzt hier ein Redstone... Alter, Tür, halt doch mal die Fresse. Muss ich das hier, glaube ich, machen. Dann wird das hier einmal so gedreht und dann nochmal da drüben. Oha. Oha. Das Nervigste ist, die Redstone-Fackel schnell genug abzubauen. Ach, Mist. Ich kann es mit der Maus nicht ganz so schnell klicken. Aber im Grunde muss man halt die Redstone-Torch ganz schnell auf und dann wieder abbauen. So. Jetzt wurde es einmal gedreht. Das heißt, wir müssen es nochmal machen von der anderen Seite. So. Moment. So, okay. Dann machen wir hier wieder die Redstone-Torch weg. Machen sie hier drüben hin. Und dann hier nochmal das gleiche Spielchen. So, dann haben wir es gleich geschafft. Das heißt, noch einmal und das war's das. So, genau. Und dann müssen wir die Redstone Torch wieder wegmachen. Ich weiß nicht, ob es so geplant war. Ich kann es mir echt nicht erklären. Aber es funktioniert und das reicht eigentlich schon aus. So, und hoffentlich haben wir jetzt dieses Geräusch endlich weg. Bam, die Tür ist offen. Juhu. Oh, und ich ist das Geräusch weiter weg. Gut, alles klar. Das ist das nächste Level. 3 Lever haben wir diesmal. Und diesmal haben wir auch mehr Blöcke zum Positionen. Also die hier und die am Anfang. Puh, ah, das nutzt, glaube ich, das Prinzip aus, wie weit Redstone geht und wie viele Pistons dabei aktiviert werden. Wir müssen diese Fackel aus und diese Fackel ausmachen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Alles klar, dazu müssen wir, ich weiß, was wir machen müssen. Den hier anmachen. Das ist ein. Da wird der Butt-Switch aktiviert. Dann müssen wir. Ah, blöd. Ja, im Grunde ist es so, wir müssen hier ein Redstone-Signal. Also am Anfang legen wir hier ein Redstone-Signal ab, damit diese beiden Pistons aktiviert werden, sozusagen. Und genau. Das heißt, und wenn. Also, die sind dann so aktiv und das bedeutet, die reagieren auf irgendwelche Block-Updates. Und das heißt, wenn zum Beispiel hier dieser Block reingepresst wird, wie zum Beispiel hier dann. Dann, ist es nämlich voll cool, denn dann geht der Block hierher, ne? Ich probiere erstmal aus, ob ich den anderen da auch setzen muss. Ja, muss ich. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen hier einen Lever setzen und wir müssen hier einen doppelten Butt-Switch machen. Oha, also nicht zu spaßen, meine Freunde. Gut, jetzt sind zwei aktiviert. Es müssen aber alle aus sein. Das ist ein echtes Problem. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich... Oh ja. Oh ja, das wird oft mit irgendwas umswitchen sein und sowas. Oh Gott. Oh Gott. Im Grunde müssen wir jetzt nur noch die zwei ausmachen. Und das können wir, indem wir theoretisch den hier machen. Den hier. Das funktioniert nicht. Verdammt! Scheiße. Ja, genau. Das dachte ich mir auch. Verdammt, jetzt, die sind jetzt stehen geblieben. So, und ich weiß nicht, wie ich die wieder zurückbekommen soll. Muss ich den jetzt abbauen und... Okay, ich glaube, jetzt habe ich irgendwas be... Oh, jetzt alles wieder von Anfang an. Oh. Leute, das ist eine tolle Sache. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz an. Ich glaube, den müssen wir abbauen. Ich platziere einfach mal hier drüben hin. Mal schauen, was jetzt passiert ist. Ein bisschen probieren sollte ja nicht schaden. Ja.
vielleicht so hier. Ich probiere es einfach mal aus, sozusagen die Butt-Switches an verschiedene Stellen sozusagen zu positionieren. Ja, jetzt muss noch eins ausgemacht werden. Wie wir das hinkriegen, fragt mich nicht. So, vielleicht. Ich hab's. Achso, warum geht das denn? Ach, Mann, oh. Ach, das ist auch gehabt. Oh, mein Gott. Oder vielleicht muss ich jetzt hin, diese zwei zu updaten, indem ich. Ah, Gott. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein. Gut, ich hab gerade hier gebraucht. Also, hier. Ach, die anderen sich auf den. Boah, nervig, nervig. Oh, ich muss die Sachen verwenden. Shit, 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 shit. Ah. Juhu, da ist mir gerade auch Minecraft abgestürzt. Ist ja genial. Aus irgendeinem Grund. Ich bin jetzt einfach viel zu unmotiviert, das alles noch rauszuprobieren. Ich weiß, dass man dann hier noch sowas machen müsste und dann. Aber ich bin gerade nicht so motiviert. Ich will einfach die anderen der Rätsel nochmal anschauen und so. Deswegen werde ich das mal machen. Front in the right state, such as. Oh, das weiß ich doch. Ja, das weiß ich ja, was das bringen soll, ne? Ja. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das hat er alles präventiert, dass es nicht geht. Oh, Moment. Da hat er Glas. Nee, das geht natürlich nicht. Ich bin viel zu demotiviert, jetzt das noch weiterzumachen. Ich werde das jetzt einfach mal überspringen. Falls ihr das sehen möchtet, könnt ihr das ja euch selber anschauen. Aber ich muss mir das jetzt nicht unbedingt so anschauen. Ich habe ja verstanden ungefähr, wie es geht, aber ich bin einfach viel zu faul, das auszuprobieren und so. Und ja. Es geht ja eigentlich nur darum, dass es so ein bisschen Spaß macht mir und ja. Oh ja. Oh ja. Das ist ja auch was sehr Interessantes. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Redstone kann man hier drauf auch nicht platzieren. Gut, ich weiß nicht, wozu das gut ist. Okay, keine Ahnung. Also auf jeden Fall müssen wir den Block bis darüber bewegen. Aber wie? Vor allem, wir haben ja nur dieses Redstone-Zeug. Ich bin gerade so ein bisschen auch überfragt, ne? Also irgendwie müssen wir es schaffen, dass dieser Piston den hier anzieht. Aber wie? Vielleicht indem ich das irgendwie so hier mache? Entschuldigung. Ich habe ja nur eine Redstone-Torch. Wie zur Hölle, Mann? Denkt euch doch mal was Logisches aus, bitte. Ach, Mann. Ja. Ich, weiß Bescheid. So, jetzt haben wir zum Beispiel das, ne? Wenn ich das ausmache, dann geht das einfach nur wieder zurück. Aber wir wollen ja, dass dieser Piston den hier anzieht. Das ist schwieriger. Und wir können ja auch eigentlich ziemlich wenig reißen, was das hier angeht. Also wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten. Ich frage mich auch, was das Redstone damit zu tun hat. Weil wir können das da sonst so platzieren. Auch nicht hier. Schade, dass man das hier nicht machen kann. Das wäre toll gewesen, aber das geht ja nicht so gut. Ich kann mir nur so irgend sowas vorstellen, aber wozu? Ich kann mir nur vorstellen, dass ich auch irgendwas so ganz schnell platzieren und wieder abbauen muss. Hat es irgendwas gebracht? Es hat nichts gebracht. Ja. Also ich verstehe schon, warum man hier ein gewisses Redstone-Kenntnis haben sollte, wenn man diese Map spielt. Weil ich habe es nicht. Und man sieht ja, worauf das hinausläuft. Verdammte Axt. Gut, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas muss man doch hier machen. Also, das Problem ist, dass ich kann auch die Repeater auch nicht verstellen irgendwie. Ich wüsste auf jeden Fall nicht wie. Ich kann das Redstone auch nicht beeinflussen, soweit ich weiß. Und puh. Doch, ich weiß nicht mehr Bescheid. Gut, schauen wir mal nach. Ich glaube, das ist auch so gemacht, damit man nicht weiß. You will never need a place more than one Redstone dust on the ground at the time. Hint zwar, the sick pistons arm will need to extend just after the. Hä? Das
Das schon. Nee, ich will gar nicht Solution. Ich habe jetzt gar nichts mehr angeschaut. Ich wollte nur ganz kurz schauen, ob das die Solution ist, aber das ist ja schon. Warum zur Hölle ich auch überhaupt einen Redstone Dust brauchen werde? Warum? Ich schüttel gerade den Kopf. Warum? Wie soll ich das machen? Egal. Nächstes Level. Ich will nur wissen, wie es geht. Power the block with a redstone dust. Quickly remove and replace the redstone dust to cause a quick off pulse. This will get the sticky pistons arm to extend. Catapult your way to victory. Okay, haben wir das nicht probiert? Geht das? Ich habe keine Ahnung, ob das gerade funktioniert, was ich hier gerade mache. Gut, also jetzt müssen wir es ausmachen sozusagen. Und dann wieder so ganz schnell platzieren oder sowas. Die Action machen. Boah, das Problem ist, dass ich mit meiner Maus das auch nicht so richtig gut hinkriege. Aber ich weiß nicht, ist das richtig, wie ich das mache? Ich meine, ich mach's schon relativ schnell. Gut, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie muss das so gemacht werden. Falls ihr wisst, wie man das irgendwie anders machen muss oder sowas. Weil wir haben es ja eigentlich gelesen, wie das geht. Und ich glaube, einmal hat es funktioniert, aber halt nur einmal, ne? Ich glaube, wir müssen es so irgendwie machen, aber. Aber ich verstehe nicht warum. Gut, es wird wieder Zeit für den kreativen Modus, wo wir uns einfach durch die Mauer schlagen. Weil wir es können. So. Bom. Nee, ich will den hier machen. Wir hören übrigens wieder irgendwie in Minecart hier. Aber ich glaube auch, das wär's dann mit dieser Folge. Ja, die letzten Folgen, muss ich sagen, waren jetzt nicht so ganz spaßig für ein Let's Play, weil sie halt so anstrengend sind und sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ja meist nicht mehr weitersehen wollen, weil es halt wahrscheinlich mehr so Singleplayer-mäßig ist und Let's Plays darüber zu machen, ist auch ein wenig schwierig, vor allem wenn man dann nicht ganz so viel Ahnung hat. Deswegen, also, falls ihr noch unbedingt weiter sehen wollt, müsst ihr mir das sagen. Ansonsten wird das wahrscheinlich dann die letzte Folge sein. Der Download-Link und sowas ist natürlich unten in der Beschreibung. Oh, wir sind schon fast am Ende. Na gut, aber wir haben es nicht wirklich geschafft. Außerdem, das Ende ist ja für euch vorbehalten, ne? Deswegen, das habe ich mit Absicht gemacht. Aber, ich denke mal, damit beende ich das kleine Projekt auch wieder. Hat relativ Spaß gemacht. Zwischendurch war es ein bisschen schwer und kompliziert, man. Ich hatte da nicht so viel Ahnung, aber ist ja nicht so schlimm. Ich sage dann erstmal ciao und bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Minecraft-Video. Und ich bedanke mich fürs Zusehen.